Ich war heute bei Rossmann und diesen Einkauf möchte ich dir heute zeigen. Und ich würde sagen, wir legen los nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Ich habe wieder ein bisschen was bei Rossmann eingekauft. Das ist bei mir so: Rossmann ist nicht in der Nähe, ist erst in der nächsten Stadt wieder und ich komme da nicht so oft hin. Und jetzt habe ich wieder gesehen, es gibt doch so ein paar Teile, die ich auf meinem Kanal vorstellen kann und deswegen war ich jetzt da. Ich fange aber jetzt mal mit Food an und das Thema Food findest du aber auf meinem zweiten Kanal. Ich habe nicht so viel gekauft, ich lasse es jetzt in dem Haul drin. Zweiten Kanal findest du unten im ersten Kommentar verlinkt. Das waren, die haben die Fahrt hierher nicht mehr überlegt. Energieballs, Cashew, Kakao waren sehr gut. Die waren sehr, 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 sehr gut. Das Ganze ist natürlich vegan. Die haben gekostet. Das ist da immer so ein bisschen blöd. 1,39. 1,39. Dieser Einkaufszettel, da steht immer die Marke und dann immer nur abgekürzt noch, was es ist. Jetzt habe ich halt lauter NRBio-Sachen und egal. Das Cashew-Mousse vom NRBio ist relativ günstig für 5,99 €. Achso, und ich habe natürlich einen 10%-Coupon verwendet aus der App. Dann war die ganze Sache natürlich noch ein bisschen günstiger. Mein Glas, nämlich von der Koro Drogerie, ist schon lange leer. Das hat 5,99 € gekostet. Das ist gar nicht mehr übel. Dann habe ich gekauft, die kaufe ich mir, wenn sie da sind, immer, weil ich finde, das sind die besten veganen Gummibärchen. Und mich haben in letzter Zeit so vegane Gummibärchen angemacht. Das ist auch genau die richtige Menge, die da drin ist. 1,49 €. Mal ein bisschen besser. So. Das waren die Energieballs. Leider leer. Und das Cashew-Mousse. So, dann haben wir für meine Mama, die mag diesen Shiitake-Champion-Aufstrich, mag die total gerne. Habe ich hier eins mitgebracht. Der hat gekostet. Was hat der gekostet? 1,39 €. Dann war ich total baff, der ist ja total günstig bei Rossmann. Ich kaufe mir immer den von Bio-Sonny von Norma. Aber der ist mal halbe Liter. Voll gut. Das verwende ich halt. Das ist bei mir so ein Ding aus Faulheit. Eine Zuschauerin von mir, die macht das auch so, löst sich halt extrem schnell auf in am Essen. Salatsoße oder so, mach schon ein bisschen rein, fertig, alles gut. Und deswegen liebe ich das. Deswegen ist es einfach immer da. Das hat gekostet irgendwas um die 3 € waren es. 3,69 €. Ne? Also. Aber der scheint mir auch ein bisschen flüssiger zu sein. Da gibt es halt qualitativ echt auch immense Unterschiede. Aber mir ist halt so eine große Packung lieber als so eine kleine. Dann haben wir jetzt die anderen Sachen, die ich mir noch geholt habe. Zum einen gab es ein Coupon für die Tampons. Ich meine, ich hätte eh welche gebraucht. Die kosten ursprünglich 2,99 €. Und ich habe da, glaube ich, prozentual habe ich 75 Cent abgezogen bekommen. Das ist nicht schlecht. Also das ist wirklich ein guter Preis. Da kann ich echt nichts sagen. Dann Thema festes Shampoo. Da gibt es eine ganze Reihe bei mir auf dem Kanal. Und Alterra hat jetzt auch eins. Das hat 5 gekostet. Das weiß ich auswendig.
Ich wollte mir eigentlich das andere nehmen. Jetzt habe ich wieder zu Bergamotte gegriffen. Ich mag Bergamotte-Duft echt gerne. Das ist nicht das Ding. Ich wollte eigentlich das andere nehmen. Ich weiß gar nicht warum. Dann werde ich meinen Bronzer wegschmeißen, den ich hier habe. Ich habe jetzt den dunkleren genommen, weil der andere mir halt generell immer zu hell war. Der ist einfach zu alt, mein anderer. Das ist auch einer von Alterra gewesen. Und der Alterra hat gekostet 4,99. Nee. Bronzer 3,79. Ja, also 4,99 hat ja das Shampoo gekostet. Und guckt echt, dass ihr eure Kosmetik nicht so ewig lang verwendet. Das ist nicht gut für die Haut. Das ist definitiv nicht gut für die Haut. Ich kann da wirklich ein Liedchen von singen, seit ich da echt konsequent bin und Sachen eben auch wegschmeiße, die ich nicht aufgebraucht habe. Geht es meiner Haut auch deswegen schon besser. Der Duschbrocken. Ich glaube, so viele haben mich auf diesen Duschbrocken angesprochen. Probier den doch mal, oder wie findest du den? Das ist der Kokos, was anderes gab es nicht mehr. Und die müssen bei die Höhle der Löwen gewonnen haben und sind deswegen jetzt bei Rossmann zu bekommen. Duschbrocken ist Dusche und Shampoo in einem. Ich bin mal echt mega gespannt. Weil im Endeffekt kannst du jedes Shampoo auch für den Körper verwenden. Ne, also es ist schon nicht eine ganz günstige Angelegenheit. Also der Duschbrocken hat 6 Euro gekostet. Ist jetzt auch nicht mega teuer, aber ja, ich bin mal am gucken. Also vielleicht fällt der mir ja so gut, dass das gar kein Thema ist. So, und das letzte im Bunde ist ein neues Parfüm. Ich habe mich entschieden, nochmal ein neues Parfüm zu holen. Ich mag die Lave Parfums gerne, aber die haben halt nicht die Qualität von einem teuren Parfüm. Ich habe vor kurzem meiner Ma ein teures gekauft und ein teures entwickelt sich. Das haben die halt gar nicht. Die riechen vielleicht am Anfang ein bisschen meh, wenn man direkt dran riecht, aber danach riechen sie immer meistens ganz gut. Ich habe am Anfang immer den Fehler gemacht, ich bin in den Laden rein, habe dran gerochen und habe immer gedacht, ich verstehe den Hype um diese Parfüms nicht. Aber ja, die entwickeln sich immer zu was Besserem. Bei einem teuren Parfüm ist es schon so, da kommen andere Noten raus. Die riechen dann über den ganzen Tag verteilt. Das können die halt nicht. Das Ganze kostet nur 6 Euro, 5,99 Euro. Da kannst du nicht Top-Qualität erwarten, obwohl das immer Parfüms sind. Ne? Aber es wird halt wahrscheinlich mit nicht so hochwertigen Inhaltsstoffen gearbeitet. Also die mag ich ganz gerne. 5,99 Euro, den Preis habe ich schon gesagt. Ich würde mich jetzt an der Stelle wieder abmelden. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib dieser Sache doch einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Hast du schon Erfahrung mit irgendeinem Teil, was ich jetzt gezeigt habe? Gerne deine Erfahrung unten mal in die Kommentare schreiben. Ich sage danke fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.